Herzlich willkommen bei Backpacker's Guide to the World. Die heutige Reise geht nach Chau Dok, welches in Vietnam sehr nahe an der Grenze zu Kambodscha im Herzen des Mekong-Deltas liegt. Es gibt dort zwar einiges zu sehen, doch die heutige Tour bezieht sich auf die schwimmenden Häuser und diese schauen wir uns, wie ihr euch sicher schon denken könnt, bei einer Bootstour an. Wie man sehen kann, leben die Menschen hier auf dem Wasser entweder in Häusern, die auf Stelzen gebaut sind, oder in Booten verschiedenster Bauart. Dabei sind die Boote etwas sicherer, da der Wasserstand stark variieren kann und diese bei einer Flut nicht volllaufen können. Allerdings sind sie flächenmäßig auch kleiner, sodass es schon mal vorkommen kann, dass eine komplette Familie auf 4 bis 8 Quadratmetern lebt. Einige Bewohner haben sich auf Fischzucht spezialisiert, ist ja auch irgendwie naheliegend und es gibt verschiedene Fischfarmer, die man besuchen kann und wer möchte, der darf auch mal füttern. Nun fragt sich der ein oder andere sicher, warum die Menschen überhaupt auf dem Wasser leben. Eine Begründung dafür ist, laut meinem Guide, dass vor Jahrzehnten die Menschen so arm waren, dass sie kein Land hatten und daher aufs Wasser geschickt wurden. Nach und nach hat sich die Struktur der Häuser dort verändert und es kamen mehr und mehr Leute hinzu und so wuchs der Stadtteil auf dem Wasser. So hat die Wasserseite heute auch eine komplette Infrastruktur, es gibt schwimmende Läden, in denen man so einiges kaufen kann, Wäschereien und sogar Tankstellen. So gut wie jeder hat ein Boot, was bei der Lage der Häuser aber auch vollkommen logisch ist. Die Häuser sehen zwar wenig robust gegen Temperaturen aus, dies ist aber nicht ganz so tragisch, denn wirklich kalt wird es in Vietnam ja nicht. Außerdem sind sie so sehr gut belüftet, was bei den Temperaturen ein großer Vorteil ist. Bootstouren für Touristen können vor Ort an jedem Hostel oder Hotel einfach arrangiert werden. Und wenn das Hotel am Ufer liegt, wird man sogar direkt dort abgeholt. Ich würde auch empfehlen, ein bisschen mehr Geld für einen Guide auszugeben, da man so viel mehr Informationen erhält. Ich habe für meine Tour, die circa 2 Stunden ging, etwa 10 Dollar bezahlt, was ich preislich gesehen echt super finde. Und das war's auch schon mit unserer kleinen Bootsfahrt durch den schwimmenden Teil von Chau Dok am Mekong. Und wie immer zum Abschied, keine Panik. Erstmal danke fürs Schauen und falls dir dieses Video gefallen hat, dann gefällt dir vielleicht auch meine Bergtour zu Mount Fuji in Japan oder der Bericht über den Mekong-Markt auf Schienen in Thailand. Es würde mich auch freuen, wenn du mal bei meinem Kanal vorbeischaust.